Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Im folgenden Video zeige ich euch eine Partie zwischen den beiden besten Computerprogrammen der Welt, Stockfish und Lila Zero. Diese Partie ist aus dem Finale der Top Chess Engine Championship Season 19. Das Finale ist immer beinhaltet immer 100 Partien in jedem Partiepärchen, Partie 1, 2, dann 3, 4 oder 5, 6 werden bestimmte Eröffnungsvarianten gespielt, sodass die Computerprogramme immer jede Variante mit einmal mit Weiß und einmal mit Schwarz spielen können. Das finde ich sehr interessant, das Format, weil dadurch natürlich auch eine Abwechslung garantiert ist. Und das Gegenteil wäre der Fall, wenn die Computerprogramme spielen würden, was sie wollen. Das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Also sehr interessantes Format, wie ich finde. Und jetzt, das hier ist die Partie Nummer 6. Partie Nummer 6. Bedenkzeit übrigens bei diesem Finale 120 Minuten für die gesamte Partie plus 10 Sekunden Zeitgutschrift ab dem Zug 41, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Und in der Partie 6, genauso wie in der Partie 5, mussten die Programme eine aus menschlicher Sicht minderwertige Eröffnungsvariante spielen. Das war sowieso zu erkennen, dass in vielen Partiepärchen immer wieder Eröffnungsvarianten ausgewählt wurden, die die Programme spielen mussten, wo man sagen muss, dass Weiß immer mit Vorgabe spielt. Und ja, wir werden jetzt sehen, was in dieser Partie geschah. Warum wurde das gemacht? Aus meiner Sicht natürlich auch, um halt auch zu sehen, wie gut verteidigen sich inzwischen diese Schachprogramme. Können die auch schlechtere Stellungen aus der Öffnung heraus halten oder setzen sich die Programme dann jeweils durch halt mit Weiß? So wie in diesem Fall die folgende Variante. E4, E6, Stockfisch spielt offensichtlich mit Weiß. Das seht ihr ja im Bildschirm, seitdem ich das jetzt einblende. Lila Zero mit Schwarz. D4, D5, französische Verteidigung. Springer C3 hier. Das ist einer der Hauptzüge, deckt den Bauern E4. Springer F6, ein Hauptzug, greift den Bauern E4 an. Hier gibt es zwei Hauptzüge, Läufer G5 und E5 insbesondere, womit man Raum gewinnt im Zentrum und den Springer attackiert. So, hier spielt alle Welt Springer FD7. Das ist der logische Zug. So spielt jeder französische Spieler. Die Idee von Schwarz ist natürlich mit C5 das Zentrum zu attackieren, eventuell auch mit F6. Und der Springer ist hier gut platziert, um Druck gegen den Bauern E5 zu machen. So spielt alle Welt. Gut, alle Jubeljahre sieht man vielleicht mal jemanden Springer E4 machen, was nicht so gut ist. Jetzt haben sie aber hier eine Variante vorgegeben, die Programme spielen sollten, und zwar Springer G8. Das ist natürlich total unlogisch, so würde kein Mensch spielen. Und direkt hat Weiß hier, also man spielt hier mit Vorgabe, offensichtlich. Warum ist das hier mit Vorgabe? Also manchmal ist es keine schlechte Idee, die Figur, die angegriffen ist, wieder zurückzuziehen auf sein Grundfeld. Aber hier ergibt das wenig Sinn, weil der Springer nicht so gute Routen hat hier von G8 aus. Und er macht ja auch keinen Druck gegen das weiße Zentrum. Die einzige Route, die mir hier einfällt, ist diese hier, um Druck gegen D4 zu machen, ähnlich wie in der Vorstoßvariante der französischen Verteidigung. Und das ist auch das Stichwort. In dieser Stellung nach Springer G8 haben wir eine Stellung, im Prinzip haben wir die Vorstoßvariante mit für Weiß oder für Schwarz auch, mit mehr Tempo für Weiß, indem wir nämlich die Stellung haben mit Springer, mit einem zusätzlichen Springer auf C3. Die eigentliche Vorstoßvariante lautet E5 hier. Ne? Das ist eine ganz normale Variante. Und hier spielt Schwarz C5, ne? C3, und Weiß kontrolliert, deckt das Zentrum. Schwarz gruppiert, versucht die Springer auf diese Art und Weise zu entwickeln. Eine ganz normale Variante. Und dazu habe ich übrigens auch ein Video gemacht. Erst vor, wann war das? Vorgestern, glaube ich. Eine aggressive Waffe oder eine gefährliche Waffe gegen Französisch. Schaut euch das nur mal an. Das ist wirklich eine sehr gute Waffe. Hier aber, in dieser Partie, spielen wir diese Stellung. Moment. Diese Stellung. Also mit einem Tempo mehr für Weiß. Ne? Und offensichtlich muss das gut sein für Weiß, ne? Aus der Eröffnung heraus. So, jetzt kam nach Springer G8 in beiden Partien, sowohl Stockfish als auch Lila Zero setzten hier mit A3 fort. Ein prophylaktischer Zug, das verhindert sowas wie Läufer B4 und bereitet früher oder später auch mal B4 vor. Hier ging es weiter jeweils mit B6 in den Partien. Der logische Zug hier aus menschlicher Sicht ist eigentlich C5.
Hier würde es weitergehen mit D schlägt C5, Läufer schlägt C5. Und mir ist dann irgendwann eingefallen, so, das ist doch eine Variante aus der Karo-Kann-Verteidigung. Auch hier wieder mit mehr Tempo für Weiß. Genau. Und zwar gibt es in der Karo-Kann-Verteidigung nach C6, D4, D5, E5 die Möglichkeit für Schwarz C5 zu spielen. Weiß nimmt hier raus. E6, A3, Läufer schlägt C5. Und euch fällt auf, das ist die gleiche Stellung, nur hier hat Weiß den Springer auf B1. Aber offensichtlich ist es ja gut, wenn wir den Springer schon entwickelt haben. Das heißt, diese ganze Variante, die hier spielen, die Programme, das ist natürlich sehr gekünstelt. Kein Computerprogramm würde hier nach E5 mit dem Springer nach G8 zurückgehen. Auch kein Mensch. Aber hier wird getestet, wie gut können die Programme eine minderwertige Eröffnungsvariante verteidigen. Und schauen wir uns mal an, was die Programme hier mit Weiß machen. Sehr lehrreich. B6 haben beide Programme gespielt. Vermutlich war das auch nur vorgegeben mit der Idee C5 oder Läufer A6. So, hier spielte Stockfisch Springer CE2, ein typischer Zug. Die Umgruppierung des Springers zum Königsflügel plus Weiß erhält die Möglichkeit, den C-Bauer zu ziehen. Warum ist sowas überhaupt möglich? Diese ganzen Tempoverluste, das ist ja gegen die goldenen Regeln. Nicht ganz. Hier haben wir ein geschlossenes Zentrum. Und dementsprechend wirken sich Tempoverluste nicht so drastisch aus wie in Stellungen mit einem offenen Zentrum. Lila Zero übrigens setzte hier mit H4 fort. Letztendlich entstand nach 10, 15 Zügen eine ganz, ganz ähnliche Stellung. Ganz minimale Unterschiede. Okay, Springer CE2, C5 greift das weiße Zentrum an, Springer F3. Stockfisch entwickelt einfach eine weitere Figur. In ähnlichen Stellungen, Strukturen, in anderen Eröffnungen würde man hier mit C3 fortsetzen, um das Zentrum direkt zu stützen. Aber hier muss man das erstmal nicht, weil nach Springer F3 hat Weiß großen Entwicklungsvorsprung. Wenn jetzt Schwarz freiwillig das Zentrum öffnen würde, dann hätte Weiß schon zwei Leichtfiguren im Spiel, während Schwarz nur Bauernzüge gemacht hat. Das heißt, die Öffnung der Stellung ist hier nicht besonders logisch aus schwarzer Sicht, auch wenn dieser zentrale Bauer hier isoliert werden würde. Stattdessen spielte hier Lila Läufer A6, entwickelt den Läufer. H4, ganz, ganz typischer Bauernvorstoß am Königsflügel, mit dem Weiß Raum gewinnt. Noch mehr Raum. H6, H5. Sehr schön. Der Bauer wurde vorgeschoben. Weiß hat jetzt im Zentrum Raumvorteil und am Königsflügel. Springer C6. So, und hier entschied sich Stockfisch dann doch mal zu C3, C3 zu spielen. Damit hat er jetzt eine schöne Bauernkette. Unterstützt damit das Zentrum. Es ging hier weiter mit Dame D7. Offensichtlich merkt Lila, dass die Öffnung der Stellung hier nicht gut ist für ihn, weil er hat wenig Figuren im Spiel oder das Programm hat wenig Figuren im Spiel. Deswegen spielt er nicht C schlägt D4 oder sowas. Er wartet einfach ab. Er versucht die Stellung geschlossen zu halten. Turm B1, auch ein sehr interessanter Zug. Normalerweise entwickelt man ja die Leichtfiguren vor den Türmen, aber hier die Idee ist offensichtlich B4 zu spielen mit Weiß und die B-Linie für den Turm zu öffnen. Es ging weiter mit Springer GE7, B4. Na, hier droht natürlich auch B5 mit Bauerngabel. Deswegen ging Schwarz hier mit dem Läufer nach C4. B schlägt C5, B schlägt C5. Und Stockfisch hat die B-Linie geöffnet. Dynamische Schach. Ne? Stellt der Turm wird jetzt gar nicht auf die offene Linie gestellt, sondern der stand schon vorher da und die Linie wurde geöffnet für ihn. Auch auf der anderen Seite sieht man, der Turm hier hat Felder, ne? Dadurch, dass der H-Bauer vorgeschoben wurde. Und hier sehr interessant, strategisch, aber auch dynamisch betrachtet, D schlägt C5. Weiß gönnt sich hier diesen Mehrbauern. Aus menschlicher Sicht ist das immer so ein, soll ich das machen? Weil jetzt habe ich drei isolierte Bauern hier, die beiden C-Bauern, den A-Bauern, ne? Und Lila dachte sich wahrscheinlich auch, okay, irgendwie werde ich Gegenspiel bekommen gegen die ganzen schwachen weißen Bauern. Nun gut. Es ging weiter mit Turm B8. Ich wollte sagen noch, wir schauen, wie es weitergeht. Turm B8 opponiert hier mit dem Turm, damit der weiße Turm nicht die B-Linie für sich alleine beansprucht. Es ging weiter mit Läufer E3. Weiß entwickelt eine Figur. Turm schlägt B1, Dame schlägt B1. Und das ist hier eine sehr interessante Stellung. Warum? Also erstmal entwicklungstechnisch. Ist es ähnlich, ne? Weiß hat drei Leichtfiguren im Spiel, die Dame, Schwarz aber auch, ne? Weiß hat aber einen Bauern mehr, materiell kleinen Vorteil. Dynamisch betrachtet hat Weiß noch die offene B-Linie, die er kontrolliert mit der Dame, plus
Er hat am Königsflügel und am Zentrum mehr Raum. Das macht sich schon bemerkbar. Und jetzt spielte hier Lila einen Zug, von dem ich dachte, so, hä, warum macht das Programm das? Er spielte G5. Das sieht offensichtlich nicht gut aus. Also auf den ersten Blick. Ne? Die Idee, die dahinter steckt, ist schon sehr konkret und vernünftig. Und dann habe ich versucht, andere Züge hier zum Laufen zu bringen. Und zwar Springer F5 erstmal. Was für mich als Mensch erstmal sehr logisch aussieht, weil ich ja den Läufer auf F8 irgendwann mal entwickeln möchte. Und dann sagt Stockfisch Springer ED4 und blinkt wie verrückt und sagt, das ist eine gewonnene Stellung hier für Weiß. Ich habe noch ein paar Züge eingegeben, Springer E3, FE3 und hier Läufer schlägt C5 zum Beispiel, geht gar nicht wegen Springer schlägt C6. Und das große Problem ist, und wir sehen hier, wie wichtig die Kontrolle der offenen B-Linie ist, auf Dame schlägt C6 gewinnt Weiß hier mit Dame B8 einen Turm auf der Grundreihe. Und hier macht sich einfach positiv bemerkbar, dass Weiß mit einer Schwerfigur die einzige offene Linie auf dem Brett kontrolliert. Also Springer F5 funktioniert einfach nicht nach Springer ED4. Einfach konkret, geht nicht. Oder beziehungsweise nur schlecht halt. Ne? Weiß steht einfach klar besser. Also natürlich dürfte man hier nicht den Bauern nehmen, ne, an der Stelle. Läufer schlägt C5, sondern müsste was anderes ziehen, sowas wie Läufer F1. Aber auch hier kommt Springer schlägt C6, starker Zwischenzug. Das heißt, irgendwann spielt die Taktik sehr gut mit bei für Weiß. Hier droht wieder Dame B8, Schach und Matt sogar. Ne? Dame schlägt C6, Dame B8. Und der schwarze König müsste rauslaufen, das wäre nicht so schön alles. Also das sind alles so Gründe, warum Lila Sidor jetzt hier G5 spielte. Es ging weiter mit H schlägt G6, natürlich nehmen wir en passant den Bauern weg, weil wir die offene H-Linie haben wollen für den Turm, Springer schlägt G6. Und das war die Idee von Lila. Er sagt hier, okay, ich greife hier deinen Bauern an auf E5. Wie willst du ihn decken? Also erstmal macht Weiß Turm A5. Das ist sehr logisch, der Bauer E5 wird gedeckt. Außerdem finde ich schön, dass der Bauer H6 blockiert wird. Der kann nicht mehr vorziehen. Läufer G7. Trippelangriff auf den Bauern E5. Und hier sieht es so aus, als ob Schwarz Gegenspiel bekommt. Aber Stockfisch hatte gut gerechnet und spielte Springer ED4. Opfert hier den Bauern auf E5. Springer C schlägt E5. Springer schlägt E5. Springer schlägt E5. Läufer schlägt C4. Springer schlägt C4. So eine sehr interessante Stellung hier. Es sieht so aus, als ob Lila sich so rausgekämpft hätte. Und es gibt hier tatsächlich nur einen Zug, der von Stockfisch angezeigt wird, der Weiß Vorteil bringt. Und also als Mensch würde man das vorher niemals sehen. Das würde man, also vielleicht würde man den Zug vielleicht in Betracht ziehen. Also hier sowieso würde man ihn in Betracht ziehen, ja. Aber vorher, bei der ganzen Abwicklung schon nach G5, ganz, ganz schwierig hier das schon vorher zu sehen. Stockfisch spielte hier Läufer F4. Ja, das sieht auf den ersten Blick ein bisschen unlogisch aus, weil es in diese Bauerngabel reinläuft, aber konkret funktioniert das alles wunderbar für Weiß. Läufer F4, warum? Ganz einfach, er guckt natürlich in die Stellung rein. C6 ist jetzt eine Riesendrohung und das ist auch so ein Moment für mich zum Beispiel, was ich so für mich als instruktiv erachte. Dieser C-Bauer, von dem ich dachte vor 6-7 Zügen, dieses Schlagen auf C5, das schwächt ja auch so ein bisschen meine Bauern, isoliert meine Bauern. Aber letztendlich ist ja das dynamische Potenzial zu sehen, nämlich Weiß hat hier einen extrem starken Freibauern auf der C-Linie. Plötzlich, ne? Vor 6-7 Zügen dachte man sich, das ist eher ein schwacher Bauer. Und jetzt ist das ein extrem starker Freibauer. Es ging hier weiter mit Dame D8. Ich möchte aber noch kurz sagen, nach E5 mit dieser Bauerngabel folgt natürlich Springer F5, ne? Mit Angriff auf den Läufer auf G7 und hier ist Dame B8 Schach auch eine sehr starke Drohung, weil der König nicht rauslaufen kann. Ne? Also Springer L5, die Varianten sind teilweise, ja, es sind extrem schwierige Varianten. Ich habe das ein bisschen angeguckt, aber es macht wenig Sinn, solche Varianten jetzt hier zu zeigen. Zu komplex. Aber hier zeigt Stockfisch lokal bei mir als Engine klaren Vorteil an, also eigentlich schon fast gewinnbringenden Vorteil für Weiß. Es ging hier weiter mit Dame D8, direkt deckt die Grundreihe, Dame B5 Schach, König F8 und jetzt ganz stark C6. Jetzt kommt plötzlich dieser Bauer angerollt. Dame B6, Lila möchte die Damen tauschen. E5 übrigens ist das gleiche wie gerade, Springer F5 und wenn hier der Läufer genommen wird, Dame B4 Schach und König G8. Das kann ich euch zeigen, weil das ist noch relativ nachvollziehbar, Springer E7 Schach. Geht der König nach F8 zurück, folgt dieses Abzugsschach, wir gewinnen den Springer und der C-Bauer ist halt enorm stark. Geht der König nach H7, dann haben wir ein sehr schönes Matt übrigens. Dame B1 Schach. F5, Dame schlägt F5. Das ist Schachmatt. Das ist ein schönes Matt.
Also, E5 funktioniert ja natürlich hier wieder nicht. Natürlich würden die Programme E5 hier nicht falsch berechnen. Die sehen das natürlich und denken und rechnen natürlich, ob diese Bauerngabe geht oder nicht. Ne? Bei einem Menschen könnte man immer noch denken, vielleicht hat er das übersehen oder falsch berechnet. Dame B6, C7, starker Zug. Der freie Bauer läuft einfach. Dame schlägt B5. Springer schlägt B5. Natürlich nicht sofort C8 Dame, wegen Dame E8 Rückzug und Weiß hätte seinen schönen C-Bauern einfach verloren. Letztendlich. Nein, nein, Springer schlägt B5. Und hier merkt man so langsam auch als Mensch, also ich sehe jetzt so langsam, okay, jetzt sehe ich ungefähr, Weiß gewinnt hier. Nämlich, weil der C-Bauer kaum aufzuhalten ist. König E7, Springer schlägt A7. Jetzt hat Weiß auch einen Bauern mehr. Läufer schlägt C3, jetzt nicht mehr. König E2, Springer B6. Springer B6 hält den Bauern auf erstmal. Na. Jetzt kommt Turm H3, greift den Läufer an. Läufer F6, Turm B3, Springer C8. Springer C6 Schach, König D7, Springer B8 Schach. Der Läufer deckt diesen Bauern. Der König wird verdrängt. Und jetzt kommt der nächste Freibau. A4, bam, der nächste Freibau. Hier zum Beispiel denke ich, dass hier könnte man die Partie zwischen den Engines fast schon abbrechen, weil eigentlich ist klar, dass Weiß hier gewinnen wird. Aber bei dem Turnier ist es so, dass sie erst ab einer bestimmten Schwelle aufgeben. Ne? Sobald die Bewertung, ich weiß nicht genau, plus 10 oder minus 10 ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also erst ab einer hohen Schwelle geben die Programme erst auf oder werden von den Bedienern oder die Bediener geben dann für ihr Programm auf. Wobei man hier schon absehen kann, dass eigentlich Weiß gewonnen hat. So, E5, Läufer D2. Übrigens, für Menschen wäre das hier noch nicht so super klar. Ne? Die würden natürlich, klar, solange man spielen kann, kann man auch spielen. Aber wir reden halt hier von den Monstern, ne? Wenn die gegeneinander spielen. Turm G8, A5, der Bauer läuft, Turm G4, Turm B7. Konkret, ja, es ist jetzt schwierig jetzt hier, ich habe jetzt davon abgesehen, noch irgendwelche Varianten zu zeigen. Weiß steht hier auf Gewinn. Konkret sind das immer die besten Züge aus Sicht von Stockfisch. Turm A4, Springer A6, Turm C4, Springer B4. Weiß hat den Springer wieder zurückgeführt, greift hier den Bauern auf D5 an. König D6 und jetzt ein sehr starker Zug. Allerdings muss ich sagen, ist das auch menschlich. Das ist ein menschlicher Zug. Den würde ich, wenn ich Zeit hätte, auch berechnen. Turm B6 Schach. Na? Schwarz nahm jetzt hier raus. A schlägt B6 und jetzt hat Weiß natürlich zwei Monster-Freibauern hier. Verbundene Freibauern sind natürlich immer extrem stark. Und die simple Drohung lautet hier: Springer schlägt D5. König schlägt D5 und dann B7. Genau das sah Lila und fand nichts Besseres, außer den Turm hier zu opfern für die beiden Bauern. Weil er die nicht aufhalten kann. Sowas wie König D7 zum Beispiel kommt einfach Springer schlägt D5. Ne? Deckt den Bauern, greift den Läufer an und es droht einfach B7. Ne? B7, B8. Gut, A schlägt B6, Turm schlägt C7, B schlägt C7, König schlägt C7, Springer schlägt D5 Schach. So, jetzt gewinnen wir noch die Figur mit Weiß. König D7, Springer schlägt F6 und hier war over. Hier gab Lila Silo diese Partie auf. Weiß hat zwei Leichtfiguren mehr, wird die restlichen Bauern einfach gewinnen und sich eine Dame holen. Noch, ne? Er könnte auch mit den zwei Leichtfiguren problemlos matt setzen. Es ist gewonnen, komplett. Ne? Ja, also ich finde eine sehr lehrreiche Partie. Man sieht, wenn man zwei ungefähr gleich starke Programme gegeneinander spielen lässt und man benutzt eine minderwertige Variante, dass das eine Programm in der Lage ist, das andere Programm zu schlagen. Lila Silo übrigens gewann auch. Die fünfte Partie, also die Partie davor, mit der gleichen Variante mit Weiß. Das heißt, wir sehen, egal wie stark die Programme sind, wenn man ihnen so minderwertige Varianten gibt, die sie gegen gleich starke Programme spielen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Programm mit Weiß in diesem Fall gewinnen wird. So, sehr spannende Geschichte, wie ich finde, immer diese Computerpartien mir anzuschauen. Ich habe mir wirklich viele Gewinnpartien schon angeschaut aus diesem 100-Partien-Match und werde in nächster Zeit die eine oder andere Partie hier auf dem Kanal auch noch analysieren für euch. Ich denke, es ist lehrreich zu sehen, wie diese Programme in bestimmten Stellungen agieren und spielen. Ich hoffe, die Partie hat euch gefallen. Habt ihr das Match verfolgt? TCEC Superfinale 19. Verfolgt ihr sowas oder ist das irgendwie so völlig fremd für euch? So oder so, freue mich über jeden Kommentar und auch über ein Abo und ein Like. Vielen Dank fürs Zuschauen.